Mein Name ist Benny und heute zeigen wir euch, wie ihr eure Blender-Files in Unreal importieren könnt. Viel Spaß mit dem Video. Heute startet unsere Reise auf CG Trader, einer Seite mit sehr vielen CG-Modellen. Ich habe mich, wie in Instagram bereits gesehen, für einen Mercedes-AMG entschieden. Ihr könnt natürlich jegliches Blender-Objekt nehmen, was ihr schon erstellt habt. Wie ihr sehen könnt, ist die Seite voll mit Modellen. Dadurch, dass die alle modelliert sind und das zeitaufwendig ist, kosten die meisten aber davon halt eben auch Geld. Ich habe mich dennoch für diesen gelben Mercedes hier entschieden. $62 ist ein ordentlicher Preis. Deswegen zeige ich euch ein paar Optionen. Ihr habt hier oben eine verschiedene Liste an Auswahl. Einmal Low Poly, dann gibt es noch einmal den 3D-Print, die Animated-Sachen, die Physics-Based Sachen, Rigged-Sachen, Collections, wo da mehrere Sachen drin sind und die Age-Restricted-Sachen plus die Discounts. Aber ihr habt ja auch einen Free-Button. Wenn ihr den einmal klickt und aktualisiert, seht ihr alle Sachen, die kostenlos sind. Und gleich hier oben links haben wir dann den Mercedes, für den ich mich so schlussendlich entschieden habe. Sieht gut aus. Ihr könnt hier am Anfang noch ein bisschen die Bilder durchgucken. Könnt euch angucken, ob euch die Materialien gefallen, ob euch das Modell gefällt, ob es einfach das ist, was ihr braucht. Ich fand die Close-Up sehr gut. Und hier seht ihr dann auch noch den Künstler, der das Gesamte erstellt hat und könnt es euch downloaden. Nach einer kurzen Zeit poppen die einzelnen Links auf. Ihr habt eine große Auswahl von Blend-Files über die normalen Sachen wie OBJ, SCL und so weiter. Für unseren Zweck heute schnappen wir uns einmal das Blend-File, die Texture RAW und dann nochmal die FBX. Ihr drückt einfach überall einmal auf Download, wartet kurz, bis es gedownloadet hat und dann geht's auch schon weiter. Im Blender angekommen, habe ich euch mal ein OBJ und das Blend-File zusammen reingemacht, damit ihr sehen könnt, wo die Unterschiede sind. Rechts das OBJ, links das Blender-File. Beide habe ich in Kategorien eingeteilt, sodass man dann auch einfach erkennen kann, was wozu gehört. Das OBJ-File ist eine einzige Datei, relativ eng zusammengefasst und sieht gar nicht mal so schlecht aus. Bei dem Blender-File hingegen seht ihr die gesamten einzelnen Sachen. Angefangen halt von den Scheiben bis hin runter zu dem Logo, alles einzeln verpackt. Gucken wir uns einmal das Mesh der OBJ an, können wir erkennen, dass es an sich ganz gut aussieht und dass die Polygone als Dreiecke dargestellt werden. Allerdings muss ich sagen, dass ich hin und wieder ein, zwei Unklarheiten erkennen kann, wie beispielsweise unten bei den Bremsen. Und auch oben bei der Scheibe sieht man einzelne Sachen. Gerade hier drüben beim Spiegel ist es sehr, sehr verwirrt und das kann ganz zum Schluss einfach für verschiedene Artefakte sorgen, die wir nicht möchten. Wechseln wir nun einmal, können wir erkennen, dass hier drüben in dem Blend-File das Meshing sehr, sehr sauber betrieben wurde. Alles ist noch in einzelnen Quads aufgeteilt, also in Vierecken, und insgesamt erkennt man auch die einzelnen Linien, was meiner Meinung nach wesentlich, wesentlich besser ist. Wir kommen auch später dazu, wie ihr diese noch umwandeln könnt. Auch bei den Spiegeln habt ihr keinerlei Artefakte und auch die Türgriffe sind sehr, sehr genau. Wollt ihr mehr über Meshing erfahren? Lasst es mich doch einfach mal in den Kommentaren wissen, vielleicht machen wir da ein Video dazu. Kommen wir nun also zur Renderview. Wie man erkennen kann, ist die OBJ einfach nur komplett weiß, wohingegen das Blender-File in verschiedenen Materialien aufgeteilt ist. Teilweise lichtdurchlässig, teilweise ein bisschen rough, aber insgesamt meiner Meinung nach wesentlich besser aussehend. Ist natürlich auch ein anderer Anwendungsfall. Zoomen wir einmal rein, können wir erkennen, dass das OBJ auch keinerlei Lichtdurchlässigkeit hat. Wohingegen im Blender-File wir gerade durch die Scheiben eben und einzelne Durchlässe erkennen können, dass das Innere des Raums hohl ist. Das ist halt eben nur das Exterior, aber für ein Free-Modell absolut ausreichend. Mit über 657.000 Polygonen hat das Blender-File fast viermal so viel wie das OBJ-File mit 179.000 Flächen. Das macht sich natürlich in der Qualität bemerkbar. Ein Runterreduzieren würde ich nicht empfehlen, weil dadurch meistens Details und eventuelle Modifikatoren verloren gehen und es zu Artefakten kommt. Als nächstes bearbeiten wir die Mesh ein bisschen. Dafür gehen wir in den Edit-Modus, wählen einmal mit STRG A alles aus, wählen die Flächen aus und gehen auf Triangulate Faces oder einfach STRG T. Jetzt können wir erkennen, dass unser Mesh verändert wurde. Es sieht jetzt viel mehr wie bei dem OBJ aus. Wenn die Polygone dreieckig sind, hat das für die meisten Engines einen großen Vorteil. Und wie ihr erkennen könnt, sind diese auch wesentlich sauberer verarbeitet als in dem OBJ-File. Kommen wir als nächstes zu den Texturen. Gehen wir in den Shading-Tab, können wir erkennen, dass hier mit verschiedenen Bildern gearbeitet wurden, die halt einfach verknüpft wurden. In unserem Material Series, in den Basic Blender Projekten, haben wir euch schon gezeigt, wie das funktioniert. Das ist die beste Art und Weise zu garantieren, dass auch zum Schluss der Export funktioniert. Gucken wir uns dahingegen hier vorne jetzt einfach mal den Kotflügel an, können wir erkennen, dass dort verschiedene Blender-Modifikatoren benutzt worden sind, wie beispielsweise die Noise und Musgrave Textures. Und da kann ich euch gleich sagen, das wird leider nicht funktionieren, diese mit in Unreal zu importieren. Kommen wir nun also zu dem interessanten Teil. Dem Export der Blender-Files erstmal. Dafür wählt ihr alles aus mit STRG A im Objektmodus, geht auf Exportieren, einmal auf FBX, das ist auch das File-Format, was Maya beispielsweise benutzt, und gebt eurem Blender-File einen guten Namen. Ich habe mich jetzt einfach hier für Mercedes Blender to FBX entschieden. Anschließend geht ihr dann auf Selected Objects Only, das ist dafür da, falls ihr noch irgendwelche Lichtquellen oder ähnliches mit drin habt,
Und den Rest könnt ihr eigentlich so lassen, wie es ist. Scaling müsst ihr selbst wissen, ob ihr es dann größer oder kleiner haben wollt, aber ich habe das jetzt erstmal soweit alles gelassen. Bei dem Smoothing würde ich die einzelnen Operatoren eventuell vielleicht nochmal durchchecken. Gerade, dass die Apply Modifiers aktiviert sind. Damit werden nämlich einzelne Sachen nochmal aktiviert, die ihr beispielsweise über eure Blender-Objekte drüber gelegt habt, wie einen Boolean oder ähnliches. Den Rest habe ich einfach so gelassen. Habt ihr eure Files gespeichert, geht in den Epic Games Launcher. Dort müsst ihr euch wahrscheinlich ein Konto machen, wenn ihr noch keins habt, aber das sollte ja kein Problem sein. Anschließend geht ihr auf Unreal Engine und auf Bibliothek. Wir machen das Ganze heute anhand der Unreal Engine 5.0, der neuesten Engine. Ihr könnt das natürlich auch mit der 4.2.6 machen, aber ich denke, da sollten keine allzu großen Unterschiede sein. Ich bin aber auch kein Experte, deswegen, ja. Solange der Unreal Editor noch lädt, möchte ich euch kurz erzählen, warum ich mich überhaupt für die Unreal Engine entschieden habe. Die Unreal Engine wird heutzutage in sehr, sehr vielen verschiedenen Projekten genutzt. Das reicht von Videospielen über Marketing bis hin zu Filmen, was einfach daran liegt, dass sie mittlerweile einfach der, ja, Standard für solche Pipelines ist. Wie ihr erkennen könnt, gibt es auch verschiedenste Anwendungsfälle, wie beispielsweise normales Worldbuilding, Animations, Gameplay, Simulationen und Effekte oder auch Rendering und Lightning und. Die Grenzen sind quasi nicht gegeben, sondern nur die eigene Kreativität und das finde ich verdammt cool. Was weiterhin ein großes Plus ist, sind die einzelnen Lizenzen. Ihr habt einmal eine kostenlose Creators-Lizenz, eine kostenlose Publishing-Lizenz, bei der ihr 5% maximal abgeben müsstet und andere Optionen, bei denen ihr euch meldet. Für unseren Fall reicht eine Creators-Lizenz einfach aus. Geht dafür einfach auf die Seite, unten ist auch der Link und ihr könnt sie euch einfach kostenlos downloaden. Ihr habt auch verschiedene Tutorials, wie ihr das lernen könnt. Hat der Editor fertig geladen, gehen wir unten auf Automotive und Product Design. Hier gibt es ein Fotostudio-Preset, was mir persönlich sehr, sehr gut gefällt. Insgesamt würde ich die Settings fast so lassen, habt ihr eine Raytracing-Karte, könnt ihr natürlich Raytracing aktivieren. Nachdem das File geladen habt, klickt ihr einfach anschließend hier unten erstmal die Sachen weg und könnt ein bisschen in der Szene navigieren. Wir haben eine einzelne Kamera, die ihr bewegen könnt und natürlich auch schon ein voreingefügtes Objekt, was wir zum Schluss noch durch unseren Wagen ersetzen werden. Insgesamt gefällt mir das ganz gut, um einfach sowas wie ein Auto halt eben darzustellen. Ihr habt sogar schon eine kleine vorgefertigte Animation, die wir später auch noch benutzen werden. Bringen wir nun also ein bisschen Ordnung rein. Machen wir einmal einen Rechtsklick und erstellen einen neuen Folder. Den nenne ich einfach K für das Auto halt eben. Jetzt können wir einmal in unseren Ordner gehen, wo wir unsere gesamten Projektdateien reingezogen haben aus Blender. Dafür haben wir dann einmal die FBX, die wir reinziehen können. Und das ist die ich mir auch einfach gedownloadet hatte, ohne die Schritte, die ich vorher noch im Blender gemacht habe mit dem Mesh Cleaning und so weiter. Das kann einen kurzen Moment dauern, bis sie halt dran ist. Wie ihr sehen könnt, unten in dem Explorer sind alle Daten einzeln aufgelistet. Das ist ein bisschen unkonventionell, aber es funktioniert trotzdem. Ihr könnt es einfach reinziehen und ihr seht, da ist unser AMG. Es dauert einmal ganz kurz, bis die gesamten Shader geladen haben. Und unten rechts könnt ihr auch noch erkennen, dass der Prozess noch ein bisschen länger dauert. Wie ich schon vorhin bereits meinte, sind einzelne Sachen in den Materialien nicht wirklich gut erkennbar. Auch vorne gibt es beispielsweise beim Meshing ein kleines Problem, weil der Mercedes-Stern nicht zu erkennen ist. Nachdem ich das Modell gelöscht habe, habe ich einmal den Texture Folder importiert in unseren Datei Explorer. Hier wird nur angezeigt, dass einzelne Normal Maps erstellt worden sind und die sind alle schön säuberlich aufgelistet. Anschließend gehe ich wieder zurück in unseren Ordner und ziehe das selbst erstellte Blender-File, was wir vorhin gemacht haben. Ihr könnt Nanite aktivieren, das ist das neue Feature in Unreal Engine 5 und ist eine besonders neue und effiziente Art und Weise, Sachen zu rendern. Einen großen Unterschied wird man jetzt hier bei der Szene nicht feststellen, aber ich will euch halt einfach nur mal zeigen, dass es an sich funktioniert. Die generellen Einstellungen sollten sonst soweit eigentlich alle okay sein und da habe ich jetzt auch nicht großartig noch viel dran geändert. Nachdem ihr auf Import All gedrückt habt, werdet ihr schier erschlagen beinahe von Fehlermeldungen, aber das ist kein Problem, weil die Unreal Engine die meisten Sachen davon selbst löst. Meistens hat das was mit den Texturing zu tun, einzelnen Normals und ähnlichem, aber das ist egal. Hier löschen wir jetzt erstmal das Objekt. Da wird uns angezeigt, dass das noch kombiniert ist mit der Platte, auf der es draufsteht, dazu aber später mehr. Anschließend wieder vor, selektiert ihr euch einmal all die einzelnen kleinen Meshes und Materialien und zieht diese rein. An sich hat sich nicht großartig viel geändert auf den ersten Blick. Bei genaueren Hinsehen fallen uns aber ein, zwei Sachen auf. Dadurch, dass wir es geremischt haben, haben wir jetzt vorne den Mercedes-Stern beispielsweise wieder zu sehen. Aber dadurch, dass ich das halt auch auf das gesamte Auto angewandt habe, haben wir auch einzelne kleine Fehler erzeugt, wie beispielsweise hier drüben. Was ich damit zeigen möchte, ist halt einfach, dass es wichtig ist, dass ihr die einzelnen Sachen Stück für Stück bearbeitet. Feinern wir also zuerst das Aussehen. Dafür wählt ihr euch einfach einen Part aus und geht unten auf Materials. Anschließend öffnet sich ein neues Fenster. Ich habe das hier alles ein bisschen gespeed-up, weil das Materials erstellen nochmal sehr in die Tiefe geht. Wollt ihr dazu ein Video haben, lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen und ich mache dazu eins.
Es gibt zwei verschiedene Möglichkeiten, soweit ich das gesehen habe. Einmal anhand dieser einzelnen Konstanten und beziehungsweise verschiedene Modifikatoren, die ihr hier wählen könnt. Damit könnt ihr dann halt beispielsweise so einen metallenen Effekt erzeugen. Und die zweite Art und Weise, wofür wir uns die Textures vorhin gedownloadet haben, wie beispielsweise für das Dach und die Reifen, zeige ich euch jetzt. Da fügt ihr das quasi einmal ein, löscht dann dort vorne einmal das Material und anschließend zieht ihr die beiden Bilder, die ihr braucht, rein. Die verknüpft ihr dann mit den jeweils entsprechenden Attributen, drückt auf Apply und zack, ihr habt einen perfekten Reifen. Im Endeffekt müsst ihr natürlich wieder entscheiden, was euch gefällt. Ich habe damit eine ganze Menge rumexperimentiert und zum Schluss sah es halt eben so aus. Gefällt mir eigentlich ganz gut. Ist nicht ganz genau dasselbe wie in dem Blender-File, aber ich fand trotzdem den metallenen Look sehr cool und auch den gesamten Rest ganz nice. Ich habe auch darauf geachtet, dass immer noch das Creator-Tag zu sehen ist, weil ich das persönlich einfach nur respektvoll finde, wenn man dem halt eben seine Credits gibt. Und ja, sieht schon wesentlich besser aus. Was uns jetzt noch fehlt, ist immer noch die Animation, aber daran soll es nicht scheitern. Dafür gehen wir einmal auf das Turntable-Set, gucken, dass es auch wirklich ausgewählt ist und scrollen ein bisschen nach unten, bis wir zu Car-Actor kommen. Hier sollte jetzt Nan drin stehen oder halt eventuell noch der alte Wagen, falls ihr den nicht richtig rausgelöscht habt. Guckt anschließend durch, wo euer Modell ist. Wir haben das hier gefunden. Das AMG-Modell ist quasi das, was wir gerade eingefügt haben. Ich habe das alles nochmal komprimiert, damit das halt alles ein Modell zum Schluss wird. Achtet anschließend darauf, dass das AMG-Modell auch bei der Mobility auf Mubert gestellt ist. Drückt jetzt auf Play, sollte alles soweit funktionieren. Vielen Dank wie immer fürs Vorbeischauen. Hier kommt ihr noch zu unseren anderen Videos und solltet ihr noch Fragen oder Interesse haben, lasst es mich doch gerne in den Kommentaren wissen. Ansonsten macht euch einen entspannten Tag und bis zum nächsten Mal. Ciao.